andere Methoden, durch andere Ansätze, durch andere Fördermaßnahmen erfolgen soll, nicht durch Ansatz von Gentechnik. In Sambia dagegen hat der Anbau begonnen. Und zwar gibt es ein großes Projekt, was auch von an dem auch die Bill Gates Stiftung beteiligt war und die Warren-Buffett Foundation zur Entwicklung einer Maissorte, die unter den Bedingungen von Trockenheit ertragreicher sein soll. Monsanto ist auch an diesem Projekt beteiligt und Sambia ist eines der Länder in Afrika, wo der Pilotanbau dieser Maissorte stattfindet. Um zum Schluss zu kommen, ausgehend von Südafrika gibt es diese Warnung für afrikanische Regierungen, die Ernährungsgrundlagen nicht an das Agrobusiness zu verkaufen. Stattdessen treten Landbevölkerung, aber auch zivilgesellschaftliche Bevölkerung dafür ein, dass die Regierungen zum einen internationale Ansätze, die es gibt zu Agroökologie und den Landwirtschaftsmethoden, dass sie sie ernst nehmen und davon Erfahrungen lernen für das südliche Afrika und darüber hinaus für Afrika. Zum anderen plädieren auch diese Regierung, diese Organisationen dafür, das traditionelle Wissen wertzuschätzen. Die verweisen darauf, dass Menschen, die auf dem Land leben, über die Jahre sehr viel Wissen akkumuliert haben, auch in den letzten Jahren unter dem Vorzeichen des Klimawandels. Sie haben es geschafft, durch Einsatz von traditionellen Saatgut, sie haben es geschafft zu zeigen, dass sie über das notwendige Wissen verfügen, um Anpassungen zu gestalten. Und diese Rückbesinnung auf Agroökologie und auf das traditionelle Wissen ist auch der Schlüssel, um die Ernährungssouveränität in der Region zu gewährleisten. Und die Warnung ist, dass sozusagen es gefährlich ist, für solche Länder die Zukunft der Landwirtschaft fragwürdigen Partnerschaften zu überlassen, wie der mit Monsanto. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herr recht herzlichen Dank für Ihre Einführung in die Verhältnisse des südlichen Afrikas, die sich in der Tat ganz bedeutsam von dem unterscheiden, was unsere Agrarwirtschaft prägt, wo natürlich auch gewisse parallele Stränge zu erkennen sind. Der Drang, gentechnisch veränderte Organismen in die Landwirtschaft zu bringen, den kennen wir hier im Prinzip auch, allerdings hat sich die deutsche und auch die europäische Landwirtschaft und die EU-Politik bislang noch relativ erfolgreich dagegen gestemmt. Ob das auf Dauer so erhalten bleibt, ich denke an das wirkliche TTIP-Abkommen mit Nordamerika, das steht ja noch in Frage. Aber im Prinzip könnten solche Verhältnisse hier natürlich auch auf uns zutreffen. Ich möchte aber eine erste Frage, bevor auch das zum Zuge kommen kann, auf den ersten Teil des Vortrages beziehen. Es ging um die Besitzverhältnisse und Sie haben sehr deutlich gemacht, dass unter den Umständen eines hohen Anteils von Beschäftigten im Agrarsektor, auch eines hohen Subsistenzwirtschaftsanteiles in diesem Bereich, der Besitz oder vielmehr der Zugang zu Land eine ganz elementare Frage ist. Das ist nun etwas, was bei uns so in der Form
nicht gilt, weil bei uns eben nur sehr wenige Menschen noch in der Landwirtschaft beschäftigt sind. Von daher ist das eine Frage, die völlig neu in unserem Zusammenhang gestellt wird, die aber natürlich für sehr viele Regionen der Erde von eminenter Bedeutung ist. Der Zugang zu Land, damit auch der Zugang zu notwendigem Einkommen, der Zugang letztendlich zum Überleben. Ich glaube, die Perspektive, die sie hier mit drei genannten Ländern aufgemacht hat, die war sehr pessimistisch. Von Südafrika, haben sie gesagt, befindet sich der Großteil des Landes nach wie vor in den Händen weißer Farmer. 3%, maximal 4% Veränderungsquote haben sie angegeben. Sie haben Sambia als Beispiel genommen, wo eine Bodenreform durchaus Erfolge zeitigte und weiße Farmer nicht per se, nicht automatisch enteignet worden sind. Im Gegenteil, es kam sogar noch ein Zulauf aus, insbesondere aus Simbabwe. Die Landwirtschaft scheint dort zu florieren, aber der Kolonialismus, der Neokolonialismus schlägt zu. Sie sprachen von Banken, von Investoren, Versicherungen, auch ein Stahlunternehmen, das in diesen Regionen Land aufkauft. Landgrabbing haben sie als Beispiel, als Fachbegriff hier eingebracht. Das sind natürlich Bedingungen, die wiederum zu Lasten eines Großteils der Bevölkerung gehen. Also scheint auch dieses Beispiel versagt zu haben. Simbabwe, da haben sie gesagt, da hat es Enteignung gegeben mit Massenflucht weißer Farmer. Die Produktion ging massiv runter, hat auch für erhebliche Engpässe bei der Nahrungsmittelversorgung geführt. Auch das scheint ein problematischer Weg zu sein. Jetzt frage ich Sie, wo liegt die Lösung? Sehen Sie denn eine Möglichkeit für den Großteil der Bevölkerung im südlichen Afrika, Zugang zu Land zu schaffen, Zugang zu einer Versorgungsernährungsgrundlage zu schaffen? Wie kann das aussehen? Ja, ich sehe eine Möglichkeit, und zwar vor dem Hintergrund, dass im Grunde genommen in dieser Region und darüber hinaus bis jetzt wenig in die Landwirtschaft investiert wurde im Sinne der Förderung der Familienbetriebe, der Kleinbauern. Dieser Erzählung, die suggeriert, dass es nur Zukunft gibt, wenn sozusagen Agrobusiness sich etabliert und die Produktion übernimmt und alle anderen sollen sich Nahrungsmittel auf dem Markt versorgen und so weiter und so fort. Sie übersieht sehr oft, was die Rahmenbedingungen waren und immer noch sind, damit Agrobusiness floriert. Sie haben einfach Zugang zu Bildung, Fortbildungsmöglichkeiten, zu Technologie. Sie haben Zugang zu Finanzen. Und das ist bei den Kleinbauern nicht ergeben. Sie scheitern zum Beispiel daran, dass wenn sie zu einer Bank gehen, dass sie Kredite nicht bekommen, weil man sagt, sie haben keinen Besitztitel und so weiter und so fort. Ich glaube, das zeigt, dass mit einem gut durchdachten Konzept von Regierungen, was darauf abzielt, zum einen Zentren zu gründen, um Know-how zu akkumulieren und zu transferieren an die kleinen Produzentinnen, zum einen Wege finden, um legale Wege, damit sie Zugang zu Finanzen finden, und zum dritten eine Verbesserung der Infrastruktur. Im Fall von Sambia, ich bin nicht auf die Details gegangen, ist das so, dass die Agrobusiness in Sambia das Prime Land sozusagen besitzt, das beste Land, was es gibt. Und das ist auch ein Land, wo die Regierung im Laufe der Jahre Infrastruktur entwickelt hat. Straßen, zum Teil auch Eisenbahnlinien. Und das Interessante ist, dass
Jetzt im Zusammenhang mit Land Grabbing in einem Land wie Sambia, die Erzählung suggeriert, ja, in Sambia werden nur 7% der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen genutzt. Und diejenigen, die sozusagen jetzt Land pachten, sie vertreiben keine Menschen, sie nehmen Land in Anspruch, was bis jetzt keine bearbeitet hat. Das stimmt nicht ganz, weil wenn man sich das genau anguckt, man würde sehen, dass auch die Neuen, sie gehen genau dahin, wo die Infrastruktur schon existiert. Und das ist das, was auch für die Landbevölkerung, für die Kleinproduzenten letztendlich gehen soll. Entwicklung von Infrastruktur, damit sie leichter Zugang zu den Märkten haben. Ich glaube, wenn diese drei Komponenten, die ich da erwähnt habe, artikuliert werden, wird es sehr, sehr leicht sein für diese Länder, Ernährungssouveränität zu gewährleisten, ohne dafür sich auf Agrobusiness einzulassen. Darauf gehe ich gleich ein, aber noch eine Nebenbemerkung. Sie sagten, das Landverteilungsproblem spielt bei uns keine Rolle. Wir lesen ja immer wieder von sehr stark steigenden Pachtpreisen aufgrund von Vermeißung, Biosprit und so weiter, was eben dann auch die traditionellere Landwirtschaft sozusagen in den Ruin treiben kann, jedenfalls was Familienbetriebe angeht. Also auch bei uns gibt es so ein Problem. Nun aber zu den Besitzverhältnissen. Großgrundbesitz, klar, es gibt den Familienbesitz. Vor 20, 30 Jahren war es eigentlich Hobby aller politischen Stiftungen, Eber und Hanau und so weiter, das Genossenschaftswesen in afrikanischen Ländern voranzutreiben. Was ist daraus geworden oder wäre das eine Lösung? Das wäre eine Lösung, das kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen. Ich komme ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo, aus dem Westteil der Demokratischen Republik Kongo. Und dort gibt es sehr viele Kooperativen. Und es hat sich gezeigt, dass dort, wo sich die Bauern, Bäuerinnen zusammentun, dass sie besser in der Lage sind, einfach mehr zu produzieren, mehr Strukturen zu schaffen, um sich Zugang zu Märkten zu verschaffen und so weiter und so fort. Das ist das wäre ein Ansatz. Aber wie Sie auch wissen, solche politischen Stiftungen, sie arbeiten in Wellen. Man geht dahin mit so einem Modell, Kooperativen fördern und so weiter und so fort. Nach 5 oder 10 Jahren ist das aufgegeben, man macht etwas anders. Wenn Sie heute nach Zimbabwe oder nach Namibia gehen, würden Sie nicht die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die anderen Stiftungen in diesem Bereich sehen. Sie sind jetzt im Bereich Beratung, was Good Governance angeht, Ressourcennutzung. Sie haben einfach andere Paradigmen. Und das, was sich ausgezahlt hat in den 70ern, und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung erzählen, mein Vater war Lehrer, aber wir hatten immer schon einen Bauernhof gehabt und wir haben in Kooperativen, solchen Kooperativen gearbeitet mit anderen Bauern, für Familienbetrieben, was uns auch ermöglicht hat, zu studieren und so weiter und so fort. Eine Förderung solcher Modelle existiert nicht mehr. Und ich glaube, für die deutsche EZ, die Entwicklungszusammenarbeit insgesamt, ist das auch vielleicht die Kehrseite der Fusion der Durchführungsorganisationen. Weil es so lange den deutschen Entwicklungsdienst gab, ist auch die Ebene, wo der deutsche Entwicklungsdienst gearbeitet hat. Beratung von kleinen Unternehmen, kleinen Organisationen. Jetzt mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das ist eher das GTZ-Modell, das Modell der Gesellschaft für technische
zusammenarbeitet und was man übernommen hat, was eher auf Regierungsberatung ansetzt. Ja, wenn man sich das jetzt als Konsument anschaut und man sagt, okay, man will das nicht unterstützen, also kauft man nicht bei Unternehmen, die, sage ich mal, auf großen Flächen durch gegraftes Land irgendwelche Massenproduktionen betreiben, also solche Produkte nicht mehr kaufen, zum Beispiel bestimmte Orangen oder was weiß ich aus Südafrika. Was würden Sie sagen, hilft es mehr? Hilft es mehr, sich komplett auf lokale oder regionale Produkte zu berufen, also einfach nur noch in Deutschland zu kaufen? Oder macht es mehr Sinn, tatsächlich sich irgendwie zu informieren und vielleicht Fairtrade-Produkte zu kaufen? Wie ist das überhaupt? Kann man das überhaupt herausfinden? Weil ich denke, als Mensch, der da vor Ort lebt, kann man das natürlich herausfinden und die Leute selber, wenn sie subsistent leben, werden ja auch gar nicht groß was überproduzieren, sondern das alles selber verbrauchen. Also macht es mehr Sinn, zu versuchen, sich dem zu entziehen und zu versuchen, praktisch die Möglichkeit zu geben, einfach eigene Kreisläufe entwickeln zu lassen, oder ist es sinnvoller, bewusst Fairtrade zu kaufen? Ja, vielen Dank für die sehr interessante und reiche Frage. Sie hat mehrere Komponenten. Die erste Komponente, handelspolitisch. Handelspolitisch ist das so, dass bei allen Verhandlungen, die auf multilateraler Ebene stattfinden, die Welthandelsorganisation, aber auch auf bilateraler Ebene, zum Beispiel die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit den afrikanischen Ländern, einer der Kernpunkte ist zu sagen, dass bis jetzt die armen Länder zu wenig Marktzugang haben. Weil genau im Laufe der Geschichte die Industrienationen alle möglichen Strategien entwickelt haben, Tricks, vor allem in der Landwirtschaft, um Produkte aus Entwicklungsländern auszugrenzen und die Konkurrenz vor den eigenen Bauern und Bäuerinnen fernzuhalten. Das heißt, das ist ein Aspekt, den man berücksichtigen sollte. Im Sinne von Gerechtigkeit, wie schaffen wir es, in der Landwirtschaft den armen Ländern mehr Marktanteile zu gewähren. Aber das zu tun, bedeutet nicht ein Blankoscheck für alle möglichen Machenschaften zu unterzeichnen. Und damit sind wir bei der zweiten Dimension Ihrer Frage. Ich bin auch grundsätzlich dafür, dass Handel, vor allem im Agrarbereich, regional sein soll. Welthandel soll die Ausnahme werden. Im Moment ist das das Gegenteil. Im Moment ist das so, dass aus Lateinamerika Soja produziert wird, wird in der Massentierhaltung in Europa eingesetzt und mit den Überschüssen werden die Märkte in Afrika kaputt gemacht. Das hat man zum Beispiel mit Hühnerteilen, mit Schweineteilen, mit Milch und so weiter und so fort. Das heißt, grundsätzlich bin ich dafür, sozusagen mehr regional, weniger Welthandel. Und um dahin zu kommen, ist fairer Handel einer der Ansätze. Aber wirklich ein fairer Handel, der auch bei dem auch alles drin fair ist, worauf fair steht. Weil im Moment ist es auch nicht so leicht mit fairem Handel, wie wir wissen, ne? Die Erteilung der Siegel, sie stößt manchmal an ein paar Grenzen, die zum Beispiel im jüdischen Afrika ist das ganz eindeutig. Die Organisationen, mit denen wir arbeiten, die Farmarbeitergewerkschaft in Western Cape und die zivilgesellschaftliche Organisation,
die mit Farmen arbeitet. Die, als wir sie besucht haben letztes Jahr, wir haben sie gefragt, haben Sie schon Besuch von irgendeiner Fair-Trade-Organisation aus Deutschland oder aus Europa bekommen? Sie meinte, nein, noch nicht. Also diese Kriterien, die so entwickelt haben, im Dialog mit den Farmern, ohne mit Einbeziehung der Farmarbeiter, der Gewerkschaften, das ist alles sehr, sehr schwierig. Deswegen diese Notwendigkeit, dass wenn fair, dann tatsächlich auch fair. Aber diese Antwort zu sagen, wie kommen wir dahin, Produkte zu haben auf dem Markt, die sozial verträglich sind, die ökologisch verträglich sind und diese Transparenz zu schaffen, das ist der Weg, um zu sagen, wenn überhaupt etwas aus Südafrika, dann ein Produkt, was diesen Kriterien erfüllt, nicht ein Wein, was unter ausbeuterischen Bedingungen und unter Verachtung der Umweltstandards produziert wird. Vielleicht noch eine Frage. Sie sagen, man sollte erst auf die lokale Agrarwirtschaft sich beziehen, aber was ist jetzt, wenn ein Land mit extrem vielen Einwohnern, hohen Einwohnerdichte, gar nicht die landwirtschaftlichen Ressourcen hat, um all diese Menschen zu ernähren, dann wird ja diese internationale Agrarwirtschaft eine Pflicht, also das ist ja eine Notwendigkeit dann. Insbesondere jetzt in Zeit der Urbanisierung, dann gibt es ja viel mehr Menschen auf einem Fleck, da kann man natürlich sich nicht selbst ernähren. Ja, natürlich, diese Differenzierung muss immer da sein. Ne? Dass wenn ein Land die Kapazitäten nicht hat, selbst genug Nahrungsmittel für die eigene Bevölkerung zu produzieren, dass da die Möglichkeit besteht, aus anderen Regionen der Welt was dahin zu bringen. Unser Ziel ist letztendlich ist nicht irgendwelche fundamentale Ethik zu verbreiten. Das Ziel ist Leben. Leben zu ermöglichen. In diesem Spagat bewegen wir uns. Und im Fall von Afrika ist das so, oder vom südlichen Afrika, es gibt kein Land in dieser Region, was von der Bevölkerungsdichte her und von den Potenzialen her nicht in der Lage wäre, genug Nahrungsmittel für die eigene Bevölkerung zu produzieren. In Afrika gibt es, in südlichen Afrika gibt es das nicht. Die Frage, die reizt dann auch den Verkehrsgeografen an der Stelle, das muss ich zugeben. Es kann eigentlich nicht darum gehen, temporäre Lebensmittelknappheiten in Afrika von anderen Kontinenten her zu decken. Das ist im Moment zwar dann der Fall, wenn es eintritt, aber das kann eigentlich nicht das Ziel sein, weil der Kontinent Afrika ist so dermaßen groß, dass beispielsweise klimatologische Widrigkeiten auf kleine Regionen beschränkt bleiben und normalerweise die Agrarkapazität dieses Kontinentes allemal ausreicht, um innerhalb dieses Kontinentes für einen entsprechenden Mangelausgleich zu sorgen. Wo wir ein Problem haben, ist allerdings sicherlich, das hatten Sie vorhin auch angesprochen, dass die Transportkapazitäten, Transportwege sind dafür nicht gut geeignet, sodass es tatsächlich von außen her, von anderen Kontinenten her schneller geht, diese Nothilfe zu leisten als innerhalb von Afrika. Das ist natürlich auf der einen Seite ein großes Defizit, das der Kolonialismus ursprünglich verursacht hat, das im Zuge der Entwicklungshilfe, heute sagen wir Entwicklungszusammenarbeit, bis auf den heutigen Tage nicht ausgeglichen worden ist. Und mir wird dann immer Angst und Bange so ein bisschen, wenn es darum geht, hier eine A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg zu bauen und dafür entsprechende Bahnschienen im südlichen Afrika, wo es eigentlich viel notwendiger wäre, das dort nicht zu legen. Um nochmal diese Dimension deutlich zu machen. So, jetzt haben wir hier eine Frage. Ja, ich würde eigentlich direkt darauf eingehen, und zwar, wenn man jetzt darüber spricht, welches Land sich vielleicht selber nicht versorgen könnte oder doch versorgen könnte, darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass ja auch die Prioritäten vielleicht einfach anders gesetzt werden könnten. Das ewigleidige Thema, was wird angebaut? Also wird Sojaproduktion für Viehmast
Betrieben im Endeffekt oder wird Nahrungsmittelproduktion für Menschen betrieben? Das macht ja auch sehr viel aus. Sprich, wenn sich Länder darauf besinnen können, sich selber mit Essen zu versorgen und keinen Überschuss für andere Länder oder für vielleicht nicht an erster Stelle stehende Güter zu produzieren, dann hätte man vielleicht auch nicht diese Verteilungsschwierigkeiten. Ja, das sind wir genau bei der Frage nach Lebensstilen, aber auch nach Entwicklungsmodellen. Die Frage danach, wie begreifen sich diese Länder im südlichen Afrika und in Afrika und welche Konzepte setzen sie um? Und ich glaube, zentral dabei ist die Frage nach Unabhängigkeit auch. Ja? So, das mag komisch klingen, aber was Sie erwähnen, der ehemalige Präsident von Tansania hatte einen sehr interessanten Satz geprägt in den 80er Jahren. Er sagte, das Drama Afrikas besteht darin, dass wir Dinge produzieren, die wir nicht konsumieren, und Dinge konsumieren, die wir nicht produzieren. Und er bezog das auf die Strukturanpassungsprogramme der 80er Jahre, als die Weltbank und der Internationale Währungsfonds zur Regulierung der Schuldenkrise die afrikanischen Regierungen gezwungen haben, sich auf Exportprodukte zu konzentrieren, weil sie mehr Devisen generieren. So haben viele Länder angefangen, Kaffee, Tee, Kakao, Blumen zu produzieren, anstatt Mais zum Beispiel, was die Mehrheit der Bevölkerung im Alltag braucht. Und diese fehlende Unabhängigkeit in der Konzeption der Wirtschaftspolitik, die setzt sich durch heute, weil wenn man sich anguckt, was zum Beispiel bei den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen eine Rolle spielt, ist, dass europäische Unternehmen in Afrika etabliert sind. Ich nehme da über das südliche Afrika hinaus, ein Land wie Kenia, die produzieren Tee, Blumen, aber auch grüne Bohnen für den europäischen Markt. Und diese Unternehmen sind am europäischen Markt interessiert. In den Verhandlungen wirft dann Kenia alles in die Waagschale, um diesen Zugang zum europäischen Markt beizubehalten. Und im Gegenzug öffnet Kenia seinen Markt zu 80%, 82% für europäische Produkte. Was für Konsequenz haben wird, dass viele der kleinen Produzentinnen und Produzenten auf lange Sicht verdrängt werden von den lokalen Märkten, weil sie nicht die Kapazitäten haben, mit Produkten aus Europa, die noch subventioniert werden, zu konkurrieren. Aber um diese strategischen Überlegungen zu berücksichtigen, aber auch Konzepte zu entwickeln, die auch umgesetzt werden, braucht man eine gewisse Unabhängigkeit. Und sie ist leider in vielen afrikanischen Ländern trotz 50 Jahre Unabhängigkeit noch nicht gegeben. Ich habe noch eine Frage bezüglich Südafrika. Ja. Was sind eigentlich im Moment einfach diese größten Hindernisse, die diese Umverteilung des Landes sozusagen verhindern? Danke, auch eine sehr wichtige Frage. Sie ermöglichen mir, einen Aspekt aufzugreifen, den ich vergessen hatte in meinem Vortrag. Bei den Verhandlungen, die zu den ersten demokratischen Wahlen von Südafrika geführt haben, 1994. Ich habe erwähnt, dass diese Verhandlungen unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen stattfanden. Das Apartheid-Regime war Ende der 80er Jahre wirtschaftlich am Ende. Es gab internationale Sanktionen, Fall der Berliner Mauer, politisch waren die irrelevant geworden. Das Apartheid-Regime hat überlebt in der Form, weil der Westblock die südafrikanische rassistische weiße Regierung brauchte,
um gegen den Kommunismus zu kämpfen, in Angola, in Mosambik. Mit dem Fall der Berliner Mauer hatte sie diese Bedeutung verloren. Aber westliche Industrienationen hatten massiv in Südafrika investiert. Aus Deutschland, Rheinmetall, Daimler, sie hatten schon Betriebe dort. Und Daimler zum Beispiel hat auch mit Unimog eine sehr, sehr traurige Rolle gespielt, weil das Unternehmen sozusagen die südafrikanische Polizei beliefert hat mit Geräten, die genutzt wurden, um die Mehrheitsbevölkerung zu unterdrücken. Jetzt der Punkt ist, dass bei diesen Verhandlungen die westlichen Industrienationen, die massiv investiert hatten, der gesamte Banksektor wurde praktisch von Großbritannien kontrolliert, Barclays und so weiter und so fort, IBM aus den USA, alle waren da. Und sie haben darauf bestanden, dass sozusagen die Macht, die politische Macht an den African National Congress geht, aber die Besitzverhältnisse, die bleiben erhalten. Wir lassen Demokratie zu, one man, one vote, und damit wird der ANC gewinnen, aber die Besitzverhältnisse werden bewahrt. Und das wurde auch in der Verfassung so verankert. Artikel 19 hat einen unglaublich starken Schutz des Privateigentums. Darüber hinaus hat Südafrika auch auf Empfehlung von westlichen Industrienationen ein Investitionsschutzabkommen unterzeichnet mit europäischen Nationen, darunter Deutschland, der Schweiz, Österreich. Das heißt, das, was bei TTIP abgelehnt wird, Südafrika hat das schon seit den 90er Jahren, Investitionsschutzabkommen. Vor zwei Jahren hat dann Südafrika beschlossen, diese Investitionsschutzabkommen zu kündigen, weil Südafrika von einem italienischen Unternehmen vor Gericht gebracht wurde für Verluste im Rahmen der Regulierung. Genau wie wir das bei TTIP diskutieren. Daraufhin hat Südafrika beschlossen, dieses Abkommen zu kündigen. Aber die Kündigung tritt in Kraft erst in 22 Jahren. jetzt die Auswirkungen jetzt, also dieses Kompromisses auf die Landwirtschaft ist, dass die Regierung, um Land umverteilen zu können, es kaufen muss. Und zwar zu Marktpreisen. Das heißt, auch dort, wo es bewiesen ist, ich kenne Freunde in Südafrika, die erzählen mir, sie haben auf dem Land gelebt. Das war ihr Land. Ihre Urgroßväter, sie haben da gelebt. Dann wurden sie enteignet. Heute gehört das Land einem weißen Farmer und um Zugang zu den Gräbern ihrer Vorfahren zu haben, müssen sie um Erlaubnis bitten. Auch in solchen Fällen ist es nach diesem Kompromiss und nach der Verfassung so, dass die Regierung das Land kaufen muss zum Marktpreis, um es verteilen zu können. Und die Regierung hat nicht das Geld. Das ist das Grundproblem in der Landfrage. Die haben nicht genug Geld, um zu Marktpreisen Land zu kaufen, um es verteilen zu können. Ich habe dazu mal eine Zusatzfrage. Ja, wie viel Prozent der gekauften Fläche wird heute bewirtschaftet? Wie vom Staat gekaufte Fläche, die zurückverteilt worden ist, wie das ausdrücken, wie viel wird davon heute bewirtschaftet? Unterschiedlich. Das Grundproblem bei den Flächen, die umverteilt wurden, ist, dass die meisten sehr, sehr schlechte Qualität sind. Also das ist Land, was noch am Ende des Apartheid-Regimes im Besitz des Staates war.
Und die neue Regierung hat versucht, dann diese Ländereien zu verteilen. Das ist schlechte Qualität. Dafür, um da erwirtschaften zu können, da komme ich auf die Problematik zurück, weil die ich erwähnte, im Blick auf die Frage von Professor Petz. Um da erwirtschaften zu können, braucht man sehr viel Know-how und sehr viel Geld. Und viele der Menschen, die diese Ländereien bekommen haben, sie haben das nicht und die Regierung hat nichts getan, um sie in die Lage zu verändern, das zu tun. Aber man hat auch viele Fälle von Ländereien, die umverteilt worden sind. In Western Cape, wir haben selbst solche Ländereien besucht. Aber diejenigen, die sozusagen Land an die Regierung verkauft haben, sie haben das wirklich so gemacht, dass alle Zugänge zu Wasser und Wasserquellen abgeschnitten wurden. So dass die Leute da stehen, sie haben Land, aber sie können nichts machen, weil sie keinen Zugang zu Wasser haben. Also ich kenne die Version anders. Ich kenne sie so, dass die vorhandenen Kanalisationen nicht gefegt haben. Die sind zusammengefallen und dann ist das Wasser nicht mehr dahin gekommen. Man würde sicherlich in Südafrika den einen oder den anderen Fall finden, wo Menschen Farmen bekommen haben, wo die vorhandene Infrastruktur war, aber wo sie nicht in der Lage waren, sie zu pflegen oder voranzubringen. Solche Fälle existieren auch. Aber die meisten Fälle sind so, dass die Menschen einfach nicht viel machen können, weil sie den Zugang zu Wasser nicht haben oder den Zugang zu Banken nicht haben, um Kredite zu bekommen, um überhaupt etwas machen zu können. Und diejenigen, die sozusagen verhindern, dass die Leute Zugang zum Wasser haben, im Westen geht, das ist wirklich gut dokumentiert, auch durch unsere Studie, Aufstand im Paradies, sie ist auf unserer Homepage nachzulesen, sie machen das ganz bewusst, um die Unfähigkeit dieser Leute zu zeigen, mit dem Land umzugehen. Obwohl diese Menschen diejenigen sind, die auf den Farmen seit Jahren und Jahrhunderten, seit Generationen, die eigentliche Arbeit machen. Auch dazu noch ein Wort von meiner Seite. Instandhaltung von Infrastruktur setzt Kapital voraus. Wir haben generell in diesen Staaten einen hohen Grad an Kapitalmangel. Und von daher ist wiederum das Genossenschaftsprinzip, das leider, muss man sagen, wirklich leider aus dem Fokus von Zusammenarbeitsorganisationen mittlerweile herausgedriftet ist. Also dieses Prinzip, dieses Genossenschaftsprinzip wäre ja in der Lage, dieses Kapital zusammen und entsprechend einzusetzen. Dies könnte man gegebenenfalls noch kombinieren mit dem neuen Modell des Microfinancing, also der Mikrofinanzierung. Das bedeutet, dass eben vor Ort investiert werden kann, im Grunde von uns. So etwas läuft sogar internetbasiert. In Indien hat das inzwischen ja Furore gemacht, mit einigen auch weniger erfreulichen Erscheinungen. Aber im Prinzip ist das Microfinancing ein mögliches Bindeglied zwischen Genossenschaftsfarming in Afrika und einer Art von Crowdfinanzierung von unserer Seite. Das heißt, wir könnten hier auch sinnvoll kleine Beträge investieren, bekämen die dann auch zurück, und zwar mit Zinsen zurück. Das wäre eine Form der Direktinvestition auf einer ganz anderen Ebene, als es bislang diskutiert wird, nämlich von privat zu private zu business gewissermaßen, statt nur auf der Ebene von Unternehmen zu argumentieren. Da gäbe es Potenzial, viel Potenzial, wo man dann merkt, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das sind wir sowieso, auch ohne diese Entwicklungsoption. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Merkmal, das hier herausgekommen ist, dass wir hier eine ganze Menge mit der Agrarwirtschaft in Afrika zu tun haben, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist. Sie haben jetzt sehr nachvollziehbar gesagt, der Zugang zu Land, zu Wasser,
Saatgutkrediten und so weiter wäre notwendig, damit vernünftige Landwirtschaft, kleinbäuerliche Landwirtschaft da betrieben werden kann. Die Frage stellt sich jetzt mir nur, wir hier haben Zugang zu Land, zu Wasser, zu Krediten, zu Saatgut, zu Märkten und trotzdem verschwinden hier massiv kleine und mittelbäuerliche Betriebe. Und die Frage ist, ob es tatsächlich ausreicht, wenn man Zugang zu Land, Wasser und so weiter hat. Ob da nicht andere Mechanismen greifen, die man eben halt auch bedenken sollte. Ja, und ich glaube, die Zentrale ist genau die richtige politische Steuerung. Alles, was Sie erwähnen da, was ich erwähnt habe, das gehört dazu, zu dieser politischen Steuerung. Aber zentral ist sozusagen diese politische Option zu haben, diese Familienbetriebe zu fördern. Sie als Schlüssel für die Gewährleistung der Ernährungssouveränität zu sehen. Was passiert in Europa ist, dass die Politik darauf ausgerichtet ist, Agrobusiness zu fördern. Ich arbeite in der Handelsfrage. Für mich eine der ermutigenden Entwicklungen der letzten Jahre ist, dass wir sozusagen diese Schere Bauer im Norden, Bauer, Bäuerinnen im Süden überwunden haben, weil sie merken, sie haben mit den gleichen Problemen zu tun. Sie haben, und zwar diese politischen Ausrichtung, die wirklich Agrobusiness fördert, so dass auf EU-Ebene keine nur Betriebe ab einer bestimmten Größe Förderung bekommen und so weiter und so fort. Allein wenn man das so sagt, ist der Tod der Familienbetriebe vorprogrammiert. Und grundsätzlich dazu, im Blick auf Europa, ist, ich glaube, ich habe einen kulturellen Aspekt zu bedenken. Die Urbanisierung und die Lebensstile, die sich entwickelt haben, die auch dazu führen, dass es auch viele Bauernbäuerinnen haben, oder Familienbetriebe gibt, die mittlerweile mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben, weil es immer weniger Menschen gibt, die diese Bereitschaft haben, auf dem Land zu leben, auf dem Land zu produzieren. Das haben wir auch in Afrika. Landflucht ist ein massives Problem in vielen Ländern, gerade aus unseren Ländern, aus dem südlichen Afrika. Wenn man am Rande von Cape Town oder von Johannesburg sieht, all diese illegalen Siedlungen, die entstehen. Das sind alles Menschen, die ländliche Gebiete verlassen, um sich nach Perspektiven in den Städten zu suchen. Aber grundsätzlich denke ich, dass es eine Frage des politischen Willens ist, die Anreize so zu setzen, dass Familienbetriebe eine Zukunft haben. Und im Moment ist die politische Gestaltung nicht darauf angelegt, sie überlebensfähig zu machen. Dazu ein kleines Wort. Es kann durchaus sein, dass die Forderung der bäuerlichen Familienbetriebswirtschaft in der langfristigen Perspektive auch in Afrika Urbanisierung und Industrialisierung vorantreiben kann und damit auch zu einer Entleerung des ländlichen Raumes. Wohlgemerkt, in der langfristigen Perspektive kann das unter dann verträglichen Umständen die Folge sein. Denn wenn wir einen Blick in unsere Historie zurückwerfen, dann müssen wir ganz nüchtern konstatieren, dass die Ansammlung von Kapital im primären Sektor die Voraussetzung und die Triebfeder für Industrialisierung und Wohlstand gewesen ist. Das kann dort auch passieren. Aber auf dem Weg dorthin
ist zunächst einmal vordergründig, kurz- und mittelfristig die Förderung dieser bäuerlichen Familienwirtschaft eine notwendige Maßnahme zur Armutsüberwindung. Denn das ist das primäre Ziel, das primäre Problem. Und von daher schließt das eine das andere durchaus nicht aus. Mit Blick auf die Uhr habe ich aber auch noch eine Frage, einen Themenkreis, den wir noch nicht gestreift haben, der aber ansonsten die Vorlesung zu größeren Anteilen bestimmt hat und eben dann auch morgen, wenn es um die Schulverpflegung geht, auch nochmal zum Tragen kommt. Das ist nämlich die Bioproduktion, die biologische, organisch-biologische oder biologisch-dynamische Produktionsweise. Kann das auch ein Element sein, jetzt nicht auf der quantitativen Ebene der Flächenumverteilung, sondern auf der qualitativen Ebene der Produktionsform, die Anbauerträge so zu steigern, dass diese kleinbäuerlichen Familienwirtschaften gestärkt werden, in ihrer Existenz, in ihrem Einkommen gestärkt werden. Und wenn Bioproduktion in dieser Hinsicht ein Weg ist, woher kann das Wissen kommen? Ist das Wissen schon da? Oder kann es noch verbessert werden von außen? Wahrscheinlich nicht von uns, denn Bioanbau, Bioproduktion unter tropischen, klimatisch tropischen Bedingungen sieht sehr wahrscheinlich ganz anders aus, als das hier stattfinden muss. Wie schaut es aus? Ja, das ist genau der Aspekt, den ich am Ende in der Schlussbemerkung auch erwähnte, als ich vom traditionellen Wissen sprach. Und zwar die Rückbesinnung auf diese einfachen Methoden der Natürlichkeit, der Bewahrung der Umwelt, im afrikanischen Kontext würde man der Mitwelt sagen. Und dabei auch der Gedanke für die Menschen, etwas Gesundes zu produzieren. Das ist etwas, was schon vorhanden ist in vielen Ländern im südlichen Afrika. Ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem sich die Kritik an dem Ansatz von Gentechnik herauskristallisiert. Gerade diese Mittelschicht, die mit Gentechnik nichts zu tun haben will, sie braucht diese alternative Produktionsweise, die biologisch ist. Und ich sehe ein Riesenpotenzial da drin. Ich habe zum Beispiel beobachtet, um auf Zentralafrika zu gehen, in Kamerun ist es gelungen, den Export von Hähnchenteilen aus Europa zu stoppen. Hähnchenwaren hat man die genannt. Keine Chicken, Chicken hieß die Kampagne, die Brot für die Welt mit gefördert hatte. Und einer der Ansätze war, vor Ort lokal zu sagen, okay, wir haben diese lokalen Hühnchen bio, lass uns sie zeigen. Lass uns zeigen, welche Vorteile sie haben, welche Vorteile es hat, die zu konsumieren, anstatt auf Produkte zurückzugreifen, von denen wir nicht wissen, wie sie produziert wurden, wie sie verarbeitet wurden, vor allem von denen wir nicht sagen können, dass die Kühlkette immer gewährleistet wurde, bis zum Markt. Das Frische, das Lokale, das wir kennen, das lasst uns darauf zurückgreifen. Ich glaube, es gibt in fast allen Ländern, die ich kenne, wirklich eine Schicht, eine Mittelschicht, die das, was die Bauern, Bäuerinnen immer schon gemacht haben, an biologischen Produktionsmethoden wertschätzen. Und darin steckt ein Riesenpotenzial, um Widerstand zu leisten gegen die Großen, die jetzt überall ihre Rezepte und Methoden verkaufen wollen, als
als Königweg der Armutsüberwindung auf dem afrikanischen Kontinent. Herr Mansa, Sie haben Blick auf die Uhr. Nur noch einen kleinen Tipp. Bitte? Ich habe nur einen kleinen Tipp dazu. Ich würde mal darüber nachdenken, eben eine Schadensversicherung oder eine Trockenheitsversicherung vom Staat einzuführen, um gerade diese kleinen Betriebe, die Sie fördern wollen, kapitalmäßig abzusichern. Ja. Das wäre richtig. Nicht sonderlich teuer, weil Sie sagen, das sind nur regionale Ereignisse, aber das würde Ihnen bankmäßig ein ganz anderes Ständchen geben. Das ist völlig korrekt. Also neben den genossenschaftlichen Ansätzen wäre dies auf einer übergeordneten größeren Ebene in der Tat eine Form von Risikoausgleich, um dann Kapitalmangel ausgelöst durch natürliche Variabilitäten dem entgegenzuwirken. Herr Mansa, Sie haben uns die Augen geöffnet. Dafür dürfen wir Ihnen sehr dankbar sein. Und es ist sehr deutlich geworden, dass wir hier nicht nur für unsere eigene Agrarwirtschaft verantwortlich sind, sondern wir sind auch für die Agrarwirtschaft in anderen Weltgegenden mitverantwortlich. Und hier können wir eine Menge tun. Wir können eine Menge tun, schon allein auf der Konsumentenebene. Ich gestehe ja an dieser Stelle, ich esse vieles furchtbar gern, darunter auch Obst und darunter dann auch Weintrauben. Und jedes Mal im Supermarkt reizt es mich, Weintrauben zu kaufen. Und fällt mein Blick in der Tat darauf, wo das produziert worden ist. Und ganz häufig ist Südafrika dabei. Bisher habe ich jedes Mal widerstanden. Ich denke, ich werde das dann auch in Zukunft so halten. Es sei denn, eines Tages entdecke ich ein Fairtrade-Siegel darauf. Ganz herzlichen Dank an Sie. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie heute Abend bei uns waren. Bis morgen oder bis zur nächsten Woche, dann im Hörsaal 4 und um 16 Uhr ganz normal. Haben Sie einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen.